Richtig geil aus hier unten. Hier halt hier so einen richtig schön großen Akquisator aufbauen, dann unter eine Unterwasserkuppel oder irgendwas Unterwassertechnisches bauen. Boah, könnte man auch alt werden. Das wäre schon was. Links haben wir ein Schiff. Ich glaube, das ist das von euch, oder? Sie müssen da noch rauf. Why? Nee. Ich glaube nicht, weil das. Ach nee, das ist das nur ein halbes Schiff. Okay, kurz mal. Halbes Schiff müsste ja trotzdem eine Kiste enthalten sein. Ja. Ja gut, nichts Dolles. Sehe ich da richtig? CO2? Ja. Guck mal weiter geradeaus in die Richtung, da kannst du dann gleich was looten. Wenn ich was sehe, bei mir rennt es halt gerade nicht hier richtig. Ja, warte, ich fahre direkt drauf zu. Ist das so? Meinst du, dass da dieses Gebäude vor? Unterwasserteil hier noch? Okay. Und geradeaus ist eine Wüste, so wie es aussieht. Da fahren und wir. Ich nehme links kurz das hier unter Wasser noch. Und ich fahre geradeaus zur Wüste. Das ist keine Wüste, das ist glaube ich nur eine Insel. Und selbst wenn, die besteht aus Sand, also Wüste. Du hast eine scheiß Kiste. Hä? Muss nicht immer eine Kiste enthalten. Das müsste Darko eigentlich wissen. Das ist auch schon oft genug passiert, dass er so ein Ding hatte, wo wirklich keine Kiste drin war. Ja, finde ich aber immer noch kacke. Und ist das eine Wüste oder nur eine Insel? Das ist nur eine Insel, aber dahinter geht's weiter. Da kommt wieder irgendwas nur aus Sand. War nur Müll. Also, es passt laut deiner Theorie, denn links von uns ist Savanne. Ja. Danke. Was war drin? Nur Müll, eine Leather-Tunic. Na gut. Und ein bisschen Weizen. Die könnte dir das nächste Mal im Nether aber gut helfen, wenn du wieder stirbst und nichts hast. Also ich habe noch über einen Stack Eisen. So, darum liegen jetzt. Also dann, das so. Eigentlich holen wir rechts kurz das Schiff, wir können schon mal weiter. Das hier sieht mir halt wirklich aus wie eine Wüste, aber ich sehe noch keine einzige Kakteen. Warte mal kurz. Ne, ist oben bloß wieder Kackinsel. Ich frag mich sowieso, warum warten? Ich setze hier einfach ein Boot hin. Ich leck halt gerade ein bisschen, zumindest vom Discord her. Deswegen wollte ich nicht unbedingt ein Boot steuern. Ja, im Boot passiert ja nicht viel. Wo seid ihr lang? Einfach zur Insel und dann ein bisschen weiter Richtung Westen. Kommt dir entgegen. Oh, hat der da unten was in der Hand? Jetzt. Wo stand denn der Typ sie? Shit. Wo seid ihr? Ich bin jetzt gleich da bei dem Wrack. Dreh dich um. Dreh dich um. Ich will sehen, ob du was in der Hand hast. Der erste Nikot. Da kannst du wegbleiben, Arschloch. Hm?
Ja, ich stehe hier in einem Wrack. Wir sind straight Richtung Westen. Da kommt mir was entgegen. Ja, es müsste ein Ike sein. Ja, es ist ja. Ike. Allein straight Richtung Westen ist eine echt tolle Angabe, weil der Westen streckt sich von Grad 45 bis 120. Minus 1800, minus 10.800 und plus 4.000. In welche Richtung warst du denn unterwegs? Westen. Westen, naja, dann müssten wir eigentlich jetzt auch bloß nach Westen fahren und dann müssten wir auf dich treffen. Ja, der Westen ist ja wie gesagt ein riesen Winkel. Na, bist du schräg nach Westen oder geradeaus? Keine Ahnung. 10.800 und was war's? Minus 11.000 mittlerweile ungefähr und minus 4.000, ach, plus 4.000. Oh, warte mal, dann bist du schräg gefahren, dann bist du ungefähr so. Das sind jetzt unsere Koordinaten, da stehe ich jetzt ungefähr. Bin bei 11.100 und hier drin 200. Dann bist du sehr schräg gefahren. Ja. Na, können wir dir entgegenkommen. Bleib einfach da, wo du bist. Ich sehe ihn. Ah, ich dich auch. Hä? Hey. Dort ist... Okay, dann sehe ich euch auch. Ach, da kommt ein spielerloses Boot. Naja, das ist bei euch genauso. Na dann... Weiß ich nicht, sagt ihr. Halten wir unseren nordwestlichen Kurs bei. Nee, der hat nichts in der Hand. Ist eigentlich dieser Enchanted Golden Apple dieser OP-Apple? Ja. Da links ist irgendwas. Ich glaube, das ist ein heiles Schiff. Jedenfalls, ja, das sieht danach aus, dass das Schiff heil ist. Na gut, von heil spreche ich jetzt mal nicht, aber ich habe eine Schatzkarte. Gibt es ja nicht noch eine zweite Karte? Truhe. Nö. Ach cool. Einmal Richtung Osten. Norden. Boah, schon wieder zurückfahren. Jo. Wollen wir das nicht auf dem Rückweg machen? Dann müssen wir auf dem Rückweg muss man ja eh nach Osten fahren. Ja, das ist schon die Insel hier vorne, Ike. Da, dann mach, dann bleibe ich hier. Wo das Boot ist. Mal gucken, ob ich den Asoffenen finde. Ich hab schon einen gehört. Ne, ich höre unter Wasser nur ein scheiß Skelett. Wow. Ein Skelett unter Wasser? Das ist irgendwo unter dem Sand eine Höhle. Boah, hast du mich jetzt erschrocken. Der stibitzt mir das Ganze. Ich muss jetzt selbst danach buddeln, ich habe aber keine Schaufel mit. Wo war Ike jetzt? In die Richtung ungefähr. Immer noch da, wo du das Boot gelootet hast. Okay, ja da. Ja, ich kaut in die Luft.
Ich glaube, er ist verrückt geworden. Nee, ich schmeiß ein bisschen Crap weg, was ich nicht brauche. Na dann. Was ist da rechts? Ist auch irgendwas? Jetzt geht's wieder. Ich glaube, da kann mehr als nur einer tauchen. Ah ne, es ist leider nur das einzige. Ich fahr mal hier rüber an den Strand und hol mir ein bisschen Holz für Türen. Ne, ich gehe ein bisschen weiter weg und loote kurz das Schiff. War nur eine Angel mit Lure. Bist du denn jetzt bei großen Schiffchen? Tür. Ach doch, da rechts. Hat das Schiff Masten? Ja. Ja, okay, dann ist es hier. Obwohl, ich sehe hier kein Boot. Ja, ich habe da vorne auch eins mit Masten gesehen. Blast Protection 4, offener Ledertuna. Tunika. Ich brauche auch eins mit Mast. Toll, ich glaube, dann bin ich beim Falschen. Und eine Schatzkarte. Ich bin beim Falschen, ist noch nicht die gute. Aber hier ist eine Tür. Ja, ich sehe ein Schiffchen hier. Ich habe auch noch eine Schatzkarte. Ich glaube, Ike, sein Boot ist selbstständig geworden. Warum? Bist du in einem Boot? Ja. Okay, du fährst in die falsche Richtung. Ja, ich will kurz die Schatzkarte machen. Ach so. Bei mir rennt halt keine Person in den Boot und ich denke, das Boot fährt einfach jetzt die ganze Zeit weg. Ah, hier warte ich schon. Gut. Blast Protection 5. Ledertunika brauche ich nicht. Das ist eine seltsame Suppe. Die gönne ich mir demnächst. Bring ich dich mal zu Darko. Oh nee, bitte nicht. Wir können auch woanders hin. Ich habe einen Wassertempel. CO2, stehen bleiben. Okay. Ich glaube, da war Darko. Ja, da die Crap rum im Wasser. Hier liegt überall Crap im Wasser. Was lustig ist, der despawnt auch nicht. Klar, die spawnt er irgendwann. Nein, ja, wenn die Chunks nicht geladen sind, dann bleibt das. Natürlich, aber irgendwann sind sie halt geladen. Muss nicht sein. Wann kommen wir bitte hier nochmal her? Sicherlich irgendwann. Glaube ich nicht. Okay, wo ich. Bist du noch bei dem Boot? Darko? Was, wo? Bist du noch bei dem Boot, bei dem du runtergegangen bist? Nö, ich hab grad die Schatzkarte gelootet. Komm wieder zurück. Achso, dort bei dem Ding wollte ich ja. War das hier? Irgendwo wollte. Ist egal. Hol jetzt mir jetzt keine Bäume. Außer Dschungelbäume. Ja. Die brauche ich halt. Du hast aber das Board hier vorne nicht gut gelootet, wenn das ist, bei dem du warst. Zwei Kisten. Hier waren drei drin. Und du hast erstens das Papier nicht drin gelassen.
und die gute, also du hast nur die Essenskiste und die Treasure Chest, also die Ork-Kiste hast du nicht. Komm mit, da hinten war er, ich habe gerade das Boot gesehen. Was? Wo war ich? Bist du gerade? Ja, da bist du doch. Ach, da irgendwie. Da. Ja, aber das Schiff war das nicht, CO2. Das war da hinten noch weiter. No. Der gehört mir. Mir gehört die Ruine hier vorne. Die habe ich schon. Zweite Nautilus Shell. Du hast aber den guten Stuff nicht mitgenommen, sehe ich gerade. Oder den coolen Stuff. Deine zweite oder generell die zweite Ike? Meine jetzt auf der Tour meine zweite. Ich hab schon zwei zu Hause. So, wollen wir wieder? Ja, wir können. Und wenn ihr Schildkröten mal irgendwo seht, sagt mal Bescheid. Oh, da hätte ich meine Silk-Touch-Picke mitnehmen sollen. Stimmt. Nee, nicht für Eier. Ich will Schildkrötenpanzer. Naja, aber ich will die Eier. Die kommen bei mir nämlich noch in den See rein. Die Eier oder die Schildkröten? Naja, die Eier kommen an den See und irgendwann machen sie Blob und dann kommt da was raus. Was war das? Nix. Ich will trotzdem mal kurz. Können wir kurz weiter in die Richtung hier vorne? Entweder es war ein Renderfehler oder ich habe hier unter Wasser gerade was, also als die Welt nicht richtig geladen hat, was gesehen. Also ich gehe nicht unter Wasser. Ja, du gut, da links ist noch ein Schiff und ein Wassertempel. Nee, mich interessiert die Route. Ja, ich rubbel die Dubs mal zum. Nee, war nur ein Anzeige. Das ist ein richtiger Tempel. Habe ich doch gesagt, ein Wassertempel. Ja. Ja, du sagst so zu diesen anderen gebauten Tempel. Nein, ich meinte wirklich Wassertempel. Wenn ich Tempel sage. Dann bei der anderen heißt es Ruine. Das ist natürlich dort zum Boot zu gehen auch nicht gerade gut. Na, ich habe keine Lust auf Abbaulingung. Hätten wir Respiration auf unseren Sachen alle, könnten wir sagen, hätte ich ja gesagt, wir gehen mal eben rein. Wie wir jetzt schon wieder in der falsche Richtung fahren. Ich habe Respiration auf dem Helm. Ich aber zum Beispiel nicht. Außerdem CO2 würde ich nicht den nehmen. Ich habe auch in dem Büchlein hier ja genug von den Wassertempeln, die näher sind. Das stimmt. Da haben wir ja auch noch einen. Zwei sogar. Was? Ich warte immer noch auf den Dschungel. Das ist ein fetter Ozean. Da kommt ein Boot, da steuert schon wieder jemand gleich drauf zu. Warum nicht? Also wir sind zu dritt. Ich sehe halt überhaupt nicht unter Wasser, weil wir sind in einem ziemlich dunklem Wasser. Ernsthaft? Das ist doch offensichtlich, weil wie hoch hast du deine Renderdistanz? Nee, dann hat er die Helligkeit nicht auf Brightness, wie wir beide. Ach so. Ich hab dann auf, oh fuck, ich hab auf die. Wir müssen mal eben 5 Minuten warten. Ja, hier in dem Ding ist nur Mist drin in der Kiste. Ich hab Optifine drin und hab grad einfach den, ohne nachzudenken, den Render Distance Regler nach ganz rechts gezogen. Ike, warst du hier schon, wo ich stehe?
Ja, da ist nur Crap drinne. Wieso fährt Ike immer in die falsche Richtung? Nein, ich hab bloß geguckt, was hier noch war. Ich hab meine Render-Distanz ist auch nicht die höchste. Ich hab meine Standard auf 16. Ich hab meine Standardmäßig auf 32. Aber es ist halt super dunkel und ich hab schon in den Minecraft-Options den Gamma-Wert hochgestellt. Okay, Options, Video-Setting und Brightness of Bright. Ne, ich meine in Ja, aber das reicht schon CO2. Brightness of Bright stellen. Auch. Dann keine Ahnung, wieso es bei dir so dunkel ist. Ist dein genereller Bildschirm so dunkel vielleicht? Eigentlich nicht. Kommt ihr? Ich bin schon da. Ich hab hinten keine Augen da hoch. Keine Hämorrhoiden. Noch eine. Aber ich bräuchte eigentlich die Blöcke. Ach scheiß drauf, ich versuch's mal. Was? Ich warte, ich hab keinen Bock auf Abbau nehmen. Lol, wo sind denn die Viecher gerade hin? Da hinter euch sind welche. Wie viele brauchst du? Für ein Dings. Scheiße. Fahrt ihr mal oberirdisch ein bisschen rum? Ich farme gerade ordentlich. Wie du farmst? Ich habe hier schon drei halbe Stackblöcke. Du baust den Tempel ab? Ja, ich bin gerade runtergetaucht. Jetzt habe ich Abbaulähmung, jetzt komme ich hoch. Ja. Ich muss auch weg. Wo seid ihr gerade? Ich bin in der Nähe, halbwegs in der Nähe von dem Ding. Ich komm gleich zurück. Aber ich musste ein bisschen wegfahren wegen Dings. Also ich habe 32 Prismarine und 24 Prismarine Bricks. Ich fahre einmal jetzt gerade so gesehen oben drüber. Ah, da, ich sehe dich. Dahin, wenn du das bist. Dann lasst uns mal gucken, ob hier irgendwo Land ist. Wenn wir Glück haben, schnell einen Eimer holen und. Ah, da ist schon Darko. Ich hab alles mit Eimer dabei. Da ist der Darko. Ja, bräuchte man eigentlich bloß einen Eimer Milch. Stimmt, ich habe ja auch 33 Eisen dabei durch das Looten.